Hallo bei mir im Küchengarten. Ich bin Katharina und heute möchte ich mit euch gemeinsam meine Geranien für den Winter bereit machen. Ich habe hier eine kleine, aber feine Sammlung an Geranien oder auch Pelargonien. Ich kaufe mir nicht jedes Jahr neue, weil die Geranien ja eigentlich mehrjährig sind. Sie geben über die Jahre hinweg richtig schöne große Stauden, aber sie stammen aus Südafrika, also sind sie natürlich unsere kalten Temperaturen nicht gewöhnt. Deswegen brauchen sie ein Winterquartier. Ich weiß, die Geranien kosten nicht besonders viel in den Pflanzenmärkten heutzutage. Aber ich bin davon weggekommen, mir jedes Jahr diese Standard-Geranien zu kaufen. Ich setze auf ein paar Raritäten und die möchte ich natürlich jedes Jahr erhalten. Das Überwintern der Geranien ist wirklich nicht schwer. Es gibt ein paar Dinge zu beachten. Ich nehme sie zuerst einmal aus ihrem Topf heraus. Die letzten Tage hat es auch schon richtig viel geregnet. Das ist sehr schade. Normalerweise lasse ich sie immer ein bisschen austrocknen. Dann kann man das Substrat leichter von den Wurzeln entfernen. Trotzdem versuche ich jetzt hier, die ganze Erde von den Wurzeln zu entfernen. Denn darin befinden sich vielleicht Schädlinge oder Fäulnisbakterien. Das möchte ich größtenteils weghaben. Oder ein Regenwurm. Der Arme soll natürlich nicht mit ins Winterquartier, dort wird es ein bisschen karg für ihn. Den lassen wir hier in der Natur. So, wie ihr seht, das Substrat lässt sich wirklich leicht von den Wurzeln entfernen. Diese extrem langen Wurzeln kürze ich jetzt auch noch ein. Dann werde ich diesen Wurzelteil auch noch richtig gut abwaschen, weil das ist besonders wichtig, dass sich hier in diesen Wurzelballen keine Schädlinge oder eben Bakterien verstecken, die sich dann während der Überwinterung ausbreiten können und die Pflanze und die daneben überwintern, befallen können. Der nächste Schritt ist, dass ich vertrocknete Stängel, Blätter und faulige Stücke wegnehme und auch so kleine Blütenknospen. Ihr seht, da würde wieder eine Blüte kommen, hier auch. Das knipse ich hier raus, weil sie soll in den Schlaf gehen und keine neuen Blüten produzieren. An diesem Exemplar haben wir sogar noch eine ganz neue, schöne, große Blüte. Und wenn es mir auch noch so leid tut, die muss weichen. Hier auch, hier würden sich noch neue Blüten bilden. Es ist auch für den November noch viel zu warm. Aber wenn ich sie überwintern möchte, soll die Kraft nicht in die Blüten gehen, sondern sie soll sich hier im Zentrum sammeln, damit sie im nächsten Jahr wieder frisch austreiben kann. Das heißt, die müssen weg. Und bei Geranien ist es ja eigentlich wirklich leicht, Blüten und Blätter zu entfernen. Die haben hier so eine kleine Verbindung mit dem Stängel und das müsst ihr einfach nur nach unten brechen. Seht ihr, und das geht ganz sauber und einfach weg. Bei diesem Exemplar hier haben wir zum Beispiel einen fauligen Austrieb, der muss unbedingt weg, weil die Fäulnis, die sich hier drin, ihr seht, das ist ganz matschig und hohl, die könnte sich dann hier in den Haupttrieb hinein ausbreiten und unsere Pflanze vernichten. Das heißt, da ist wirklich wichtig, dass ihr alles wegnehmt. Ich schneide das wirklich sehr, sehr eng am Stängel ab. Und auch hier seht ihr, dass die Pflanze für den Wurzelballen sehr lang ist. Und das muss nicht unbedingt sein. Die wird im nächsten Jahr wieder austreiben. Hier haben wir auch noch einen fauligen Trieb. Der kommt auch weg. Den schneide ich zurück bis ins Grüne, weil da ist keine Fäulnisbakterien. So kann er wunderbar überwintern. Das ist ganz wichtig. Und weil er eben hier so lang ist, überlege ich mir, dass ich sie... Möchte ich sie im nächsten Jahr so groß? Das ist hier die Überlegung. Weil wenn ich sie jetzt hier zurückschneide, würde sie hier wieder austreiben. Ich glaube, das mache ich. Und zwar hier, weil hier sieht man diesen Knoten.
Schaut jetzt vielleicht arm aus, aber dafür würde sie im nächsten Jahr wieder viel buschiger hier aus den Knoten austreiben. Theoretisch könntet ihr jetzt aus diesen zurückgeschnittenen Stecklinge machen. Das wäre zum Beispiel ein herrlicher Steckling. Da müsste man einfach die unteren Blätter entfernen. Falls eine Blüte rauskommt, was jetzt hier noch nicht der Fall ist, auch entfernen und in feuchte Erde stecken. Eine Zeit lang warten und die Wurzeln wirklich in 0, nichts problemlos an. Wenn dieses Video interessant für euch ist, wie wäre es mit einem Abo? Oder werdet sogar ein Mitglied meines Kanals? Mitglieder erhalten spezielle Vergünstigungen und helfen mit, dass ich noch mehr Videos wie dieses erstellen kann. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link dazu. Nachdem ich meine Geranien so vorbereitet habe, lasse ich sie zuerst ein paar Stunden an einem schattigen, aber trockenen Platz abtrocknen, damit ich das Risiko der Fäulnis etwas minimiere. Und danach gebe ich sie in einen Karton oder in eine Papiertüte, bitte auf keinen Fall in einen Plastiksack, weil da drin kann es leicht zu Kondens oder zu Fäulnis kommen, was eure Pflanzen töten würde. Also auf jeden Fall Papier, damit ein Luftaustausch stattfinden kann. Dieser Karton wird dann beschriftet und kommt an einen kühlen, dunklen Ort, im Keller oder in einem nicht geheizten Dachzimmer. Am besten öfter mal nachschauen, wie es den Pflanzen geht und kaputte Pflanzenteile und Pflanzen aussortieren. Eine andere Möglichkeit der Überwinterung ist es, die wurzelnackten Geranien in frische Erde zu stecken und sie entweder mit ins Haus zu nehmen oder ins Gewächshaus zu stellen. Im Haus behandelt ihr sie wie normale Zimmerpflanzen, bis sie im Frühling wieder hinaus können. Oder ihr stellt sie in einen kühlen, hellen Raum, gießt sie nur mäßig und lasst sie ruhen. Im Gewächshaus müsst ihr trotzdem die Temperatur im Auge behalten. Wenn es nämlich sehr kalt wird, dann gehen sie auch dort kaputt. Habe ich alles schon erlebt. Nach dem Winter werden eure Geranien wahrscheinlich so aussehen. Ohne Blätter, nur mehr die Stängel. Aber keine Sorge, einfach in frische, nährstoffreiche Erde setzen, gut gießen und sie treiben in 0, nichts wieder aus. Ich mache das immer schon ein paar Wochen vor den letzten Frosttagen. Dann kann ich nämlich auch noch rechtzeitig Stecklinge nehmen und meine Sammlung vergrößern. Noch ein Tipp, die neuen Pflanzen von den Stecklingen sind meist blühfreudiger als die älteren. Habt ihr eigentlich auch Geranien? Und wenn ja, überwintert ihr diese oder kauft ihr jedes Jahr neue? Sammelt ihr auch Raritäten, so wie ich? Oder geht ihr da einfach nach den 0815? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch etwas zeigen über die Art und Weise, wie ich meine Geranien überwintere. Ist für mich halt wieder ein Thema der Nachhaltigkeit, dass man solche wunderbaren Pflanzen nicht einfach wegwirft, sondern sie für das nächste Jahr aufbereitet und am Leben erhält. Alles Liebe von mir und bis zur nächsten Woche hier bei mir im Küchengarten.